Hallo und herzlich willkommen zum SEO ABC. Mein Name ist Sonja Schweighofer und vielleicht kennt mich der eine oder andere noch von der Good News Wochenschau, denn da habe ich immer den SEO Quick-Tipp abgegeben. Diese SEO Quick-Tipps kann man nach wie vor nachschauen, entweder auf dem YouTube-Channel von Coworking Salzburg oder auch auf meiner Website im Blogbereich unter www.schweighofer-crossmedia.at. Beim SEO ABC werde ich alle 2 Wochen einen Fachbegriff aus der SEO-Welt genauer erklären. Und dabei gehen wir nach dem Alphabet vor. Heute sind wir beim Buchstaben J angelangt. Und heute machen wir was zum Thema Juice, Link Juice. Link Juice bedeutet banal übersetzt Linksaft. Genauer erklärt bedeutet es die Verteilung und Positionierung von Links und deren Stärke. Den Link-Juice können Sie sich auch tatsächlich als kraftvollen Saft vorstellen, der meistens von der Startseite aus an vielen weiteren Seiten weiterfließt und seine Kraft so weitergibt. Sind also zum Beispiel 4 Links auf einer Seite, wird der Link-Juice durch 4 geteilt. Jeder Link erhält 25% der Power. Wählt man nur eine wichtige Verlinkung, gibt der Link die volle Kraft von 100% an die Zielseite weiter. Durch eine kluge Verknüpfung aller Website-Inhalte können sowohl Leser als auch der Googlebot durch die Website geführt werden. Es lohnt sich also, den Aufbau einer Website und die Verlinkungen zwischen den Seiten strategisch zu durchdenken, denn auch dieser Faktor kann zu guten Suchmaschinenergebnissen beitragen. In der Praxis wird Link-Juice auch als Synonym für PageRank verwendet. Genau genommen handelt es sich bei PageRank um einen Begriff, der von Google geprägt wurde und der bezeichnet, wie viel Kraft ein Link an Unterseiten vererben kann. Der PageRank kann klar berechnet werden, während der Link-Juice vielmehr ein Konstrukt ist, um die Weitergabe von Link-Power zu beschreiben. Das war's auch schon wieder für heute. Beim nächsten Mal nehmen wir uns den Buchstaben K vor. K wie Keywords. Ich freue mich und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit und viel Spaß bei der kommenden Wochenschau und bei der kommenden Astronight.